Nach einer rasanten Fahrt kamen unsere drei Freunde in der Auffahrt des Privatiers Prinz Eugen von Luxemburg-Hofmannsthal zum Stehen. Auf dem Vorplatz stand ein einsamer Jongleur, der bunt rauchende Fackeln schwang, was vor dem barocken Anwesen des Privatiers seltsam deplatziert wirkte. Verwirrt betrachteten unsere drei Kommilitonen diese Szene, als sie die Stufen zum Entree empor eilten. Noch bevor Lex den Löwenkopf-Türklopfer betätigen konnte, schwang die Tür auch schon auf. Die dunkle Gestalt Philipps, des Butlers, zeichnete sich vor der getäfelten Galerie des Eingangs ab. Arrivons apropos die Argentine Europa. Vous désirez? Bonjour beaucoup, Herr Butler. Nobel geht die Welt zugrunde. Neid und Missgunst sind die höchsten Formen der Anerkennung, wenn ich mich nicht irre. Vortrefflich. Von hinten Lyzeum, von vorne Museum. Habe ich recht? Und was juckt es die stolze Eiche, wenn sich der Eber an ihr reibt? Wenn die Laus einmal im Pelze sitzt, so ist sie schwer wieder herauszubringen. Alors, herein die jungen Herren. Wenn man vom Esel tratscht, kommt er gelatscht. Gehe nicht zu deinem Fürsten, wenn du nicht gerufen wirst. Aber genug von der Sprichwörter, kleine Junge. Bitte folgt mir in den Salon, der Privatier wird euch ihn bald empfangen. Lieber einen dicken Bauch vom Saufen, als ein Krummbuckel vom Arbeiten. Seht euch das an! Der Privatier kommt auf einem Segway die Treppe heruntergefahren. Wow! Einfach toll! Elegant wie eine D-Lok in der Morgensonne. Die drei Studenten betraten zögernd die Empfangshalle. Denn den Anblick, der sich ihnen jetzt bot, vergaßen sie so schnell nicht wieder. Offensichtlich fand gerade eine Vernissage statt. Zwischen vielerlei Skulpturen, die allesamt den schiefen Turm von Babylon darstellten, saßen stramme Burschen und junge Mädchen auf Decken, genossen Käse mit Weintrauben, spielten Federball oder schwangen auf hohen Schaukeln durch die Halle. Währenddessen glitt der Prinz Privatier galant auf seinem vor Gold strotzenden Segway die Stufen der Empore hinab und fuhr in zierlichen Pirouetten um das Team Europa herum. Butler Philipp hatte sich indes zurückgezogen. Team Europa, gefällt es euch? Willkommen zu dieser Echtzeit-Kunstinstallation. Sie findet eine Woche lang statt, um mir etwas Zerstreuung zu gewähren. Level up, Herr Privatier. Prima Party. Good game, well played und easy. Wir ermitteln in einem wichtigen Fall und es haben sich daraus noch einige Fragen zu Ihrem Lieblingskönig Nebukadnezar ergeben. Nebukadnezar? Wie zerstreut von mir. Ich hatte gar nicht gefragt, was mir die Ehre eures Besuches beschert, Jungs. Wie Sie wissen, ermitteln wir als Team Europa dort, wo die Polizei nicht weiterkommt. Ganz recht, das ist mir bekannt. Fahr fort, Junge. Und Sie kennen sich doch so toll mit König Nebukadnezar aus. Das ist korrekt. Haben Sie schon einmal davon gehört, dass der Kanzlerring des europäischen Königshauses, der sogenannte Nachtbringer, ursprünglich von König Nebukadnezar sein könnte? Der Siegelring, der dem König unermessliche Macht schenkte? Die Macht ist ein zerbrechlicher Schatz, mein Junge. Im Falle König Nebukadnezars II. War sie ihm nur gewährt, wenn er die drei Artefakte des königlichen heiligen Geschmeides gemeinsam trug. Den Nachtbringer hast du ja richtig bereits erwähnt. Dazu gehörten eine prächtige Kette, Kobrawinde genannt, sowie seine Krone, geschmiedet aus den Gebeinen des Lamastu. Aber wenn das heilige Geschmeide so mächtig ist, dann könnte doch irgendein Phantast, sagen wir, in der Gegend herumunken und versuchen, die drei Artefakte wieder zusammenzubringen. Um so mächtig zu werden wie einst Nebukadnezar II? Ganz genau. Niemals. Soweit ich weiß, befindet sich der Ring seit Jahrtausenden im Besitz des Kanzlerhauses. Die Kobrawinde ist sicher verwahrt im Historischen Museum von Babylon City. Und die Krone, ja, die Krone, wenn ich nur wüsste, wo die zu finden ist. Wie ihr wisst, bin ich großer Fan und Sammler historischer Artefakte. Jetzt sehe ich klar wie Bergkristall. Ich frage Sie als Sammler, wie weit würden Sie gehen, um an diese Gegenstände zu kommen? Prinz Eugene, L'Elephants Blancs sind soeben arriviert. Oh, entschuldigt mich, Jungs. Der Höhepunkt des Tages ist soeben eingetroffen. Weiße Elefanten aus den Grenzmarken Europas. Sie werden für mich den Nussknacker heute aufführen. Das Ballett der Dickhäuter ist mit nichts zu vergleichen.
Das Rüsseltier besitzt einen außergewöhnlich elysischen Sinn für Musik. Töre, Herr Privatier. Philipp, begleite die drei Herren doch bitte hinaus. Danke für Ihre Hilfe, Herr Privatier. Philipp, machen Sie sich nicht die Mühe. Wir finden selber hinaus. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Geht's nur mir so oder findet ihr nicht auch, dass bei dem ein Virus im System ist? Ich hatte den Crime-Detektor in der Hosentasche heimlich gelauncht. Und wisst ihr was? Der Privatier hat sein Haus mit einem elektromagnetischen Störfeld geschützt. Keine Chance. Eine CD-Firewall. Hey, Matrosen! Sind das nicht dieser Butler? Und der komische Jongleur von vorhin? Wieso rasen sie denn auf einem Tandem auf uns zu? Ah, die fahren uns ja um! Wow. Hey, Obacht! Das war knapp! Nehmt die Beine in die Hand! Los, schnell! Ab ins Europacar! Sie kommen wieder! Und dieses Mal schwingt der Jongleur seine Fackeln! Und in der Tat, mit Pfauenmasken getarnt umkreisten der Butler Philipp und der unheimliche Jongleur unsere drei Kommilitonen. Sie steuerten das bunt gefiederte Todesgefährt genau auf das hilflose Team Europa zu. Gerade noch rechtzeitig retteten sich unsere Kommilitonen in das zu Hilfe eilende Europacar, das die Angreifer mit Gehupe in die Flucht schlug. Das Tandem stürzte. Im Rückspiegel konnte Lex beobachten, wie der wutentbrannte Butler ein Baguette sperrgleich hinter ihnen herschleuderte.